herzlich willkommen zu der Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den Ninja Lux Café reinigt und pflegt. Ninja hat die Reinigung so einfach wie möglich gemacht. Lass mich dir zeigen, wie das geht. Wir behandeln die Reinigung nach dem Brühen, die Durchführung eines Reinigungszyklus und das Entkalken. Wir starten mit der Reinigung nach dem Brühvorgang. Nachdem du dein Getränk zubereitet hast, musst du den alten Kaffeesatz durch Klopfen des Siebträgers auf einen Abschlagbehälter ausschütten. Das ist ein praktischer kleiner Behälter, in den du den alten Kaffeesatz erstmal ausklopfen und später entleeren kannst. Um den Puck zu entsorgen, einfach mit dem Siebträger auf die mittlere Stange klopfen. Am besten spülst du den Siebträger und den Korb nach jedem Brühvorgang aus. Normalerweise mache ich das, während der Aufschäumer die Milch schäumt. Nach dem Aufschäumen solltest du die Düse immer kurz mit einem feuchten Tuch abwischen, um Milchrückstände zu entfernen. Auch die Spitze des Stabes ist abnehmbar. Wenn Rückstände vorhanden sind, nimm die mitgelieferte Reinigungsbürste und schraube die Spitze ab. Entferne mit der Bürste alle Ablagerungen im Inneren des Stabes. Wenn du den Stab wieder einsetzt, wird er automatisch gespült. Mit dieser Funktion wird das Innere des Stabes mit heißem Wasser gereinigt, damit sich keine Milchrückstände ansammeln. Das Wasser aus dem Spül- und nach dem Brühvorgang fließt in die Tropfschale, daher solltest du die Leermeldung der Tropfschale im Auge behalten. Wenn der Schwimmer ansteigt und du eine orange Farbe siehst, ist es Zeit, das Wasser auszugießen. Nun folgt der wöchentliche Reinigungszyklus. Er dauert nur etwa 6 Minuten und spült Rückstände von Öl oder Kaffeesatz aus, die sich im und um den Gruppenkopf angesammelt haben. Die Reinigungsleuchte leuchtet automatisch auf, um anzuzeigen, dass ein Reinigungszyklus erforderlich ist. Beginne mit einer leeren Tropfschale. Setze den doppelten Siebträger mit der Reinigungsscheibe ein. Nimm eine Reinigungstablette aus deinem Starterkit und lege sie auf die Scheibe. Arretiere den Siebträger und drücke die Reinigungstaste. Die Maschine führt eine vollständige interne Reinigung durch. Danach musst du nur noch die Tropfschale entleeren. Zum Schluss noch ein Wort zum Entkalken. Um die erstklassige Leistung deiner Maschine zu erhalten, ist es entscheidend, dass Kalk- und Calciumablagerungen abgebaut werden. Dieser Vorgang dauert ca. 90 Minuten. Wir gehen in diesem Video durch die einzelnen Schritte, aber wenn du es zu Hause durchführen möchtest, beachte die Anweisungen auf der Packung mit der Entkalkungslösung von deinem Starterkit. Löse zunächst das mitgelieferte Ninja-Entkalkungspulver in einem separaten Behälter mit 1 Liter Wasser auf. Gieße dann die Lösungsmischung in den Wassertank. Achte bei eigenen Entkalkungslösungen darauf, dass es sich um eine speziell für Espressomaschinen hergestellte Lösung handelt. Profi-Tipp: In Notfällen kannst du auch weißen Essig verwenden. Fülle den Essig einfach bis zur 530-Milliliter-Marke. Dann mit Wasser bis zur Maximalgrenze des Behälters auf. Setze den doppelten Siebträger ein und befestige ihn am Gruppenkopf. Stelle sicher, dass das Milchkännchen auf der Milchkännchenplattform steht und sich das Dampfrohr darin befindet. Stelle eine leere Tasse, mindestens 530 Milliliter, unter den Porterfilter und drücke die Entkalkungstaste. Das Gerät spült die Lösung ca. 90 Minuten lang durch die Dampfdüse und den Siebträger. Die Maschine zählt die verbleibende Zeit des Zyklus auf dem Bedienfeld herunter. Nimm nach Beendigung des Zyklus den Siebträger, die Tropfschale und das Milchkännchen heraus. Entleere den Inhalt und wasche sie von Hand mit warmem Seifenwasser. Fülle dann den Behälter mit frischem Wasser und setze die Tropfschale und den Siebträger wieder ein. Spüle die Brühgruppe, indem du einen klassischen Brühvorgang mit 350 Milliliter durchführst. Spüle dann die Dampfdüse, indem du einen Spülzyklus durchführst. Und das war's. Wenn du weitere Informationen zu deiner Ninja Lux Café suchst, schau dir unsere anderen Anleitungsvideos an oder die interaktive Bildanleitungs-App und die Inspirationsanleitung, die deiner Maschine beiliegt. Oder besuch uns auf ninjakitchen.de.